Und Hallöchen, meine lieben Freunde, und ein Happy, Happy Halloween euch allen. Und hier ein kleines Special von mir, und zwar Let's Test Project Zomboid. Dies, was ich hier runtergeladen habe, ist nur eine Demo, ist auch nur eine Alpha-Version, das heißt, das Spiel wird weiterentwickelt, so wie Minecraft. Und es kommen immer wieder ständig Updates raus. Und man kann sich natürlich das Spiel auch käuflich erwerben, wenn man will, wenn es einem natürlich gefällt. Ich habe mir ein paar Gameplay-Videos davon angeschaut und ich muss sagen, ich bin teilweise begeistert vom Spiel. Gibt's tolle Elemente da drin, vor allem weil ich jetzt in letzter Zeit total so auf Zombie-Spiele bin, Zombie-Apokalypse und so weiter. Das gefällt mir im Moment sehr, sehr nice. Also so wie DayZ zum Beispiel. Ja, und dieses Zomboid ist ein ganz anderes Spielsystem wie die anderen Zombie-Spiele. So, somit springen wir gleich mal ins Spiel rein. Wie gesagt, ist nur eine Demo. Ihr könnt euch natürlich die Vollversion erwerben auf der Homepage. Diese Page gebe ich euch dann im Link dann Bescheid in der Beschreibung. Ja, während wir hier rumlesen und nichts passiert, erzähle ich euch etwas vom Spiel. Und zwar, es ist eine Mischung aus Sims, Minecraft und eines Zombie-apokalyptischen Spiels. Also so eine Dreiermischung, kann man sagen. Es ist nämlich so, man kann Hunger bekommen, es wird einem langweilig, dann muss man Zeitung lesen, essen, dann sich mit anderen unterhalten, mit NPCs. Also noch im jetzigen Stadium, glaube ich, gibt es noch keinen Multiplayer im Spiel. So, das ist die Grafik. Im Moment, da es dies die Demo ist, spielen wir Story Mode. Das heißt, wir verfolgen die Story, ist aber so eine Art Tutorial zum Spiel. Wenn ihr die Vollversion habt, könnt ihr auch ein Sandbox-Game starten. Das heißt, ihr spawnt so wie in Minecraft in dieser Welt irgendwo in einem Gebäude und müsst rein ums Überleben kämpfen. Das heißt, ihr müsst alles durchsuchen, was in den Häusern ist, nach Waffen, Nahrungsmittel, Zeitungen, damit euch nicht langweilig wird in einer zombie-apokalyptischen Szene. Ja, können wir uns schon bewegen? Nein, können wir noch nicht. Ja, bitte labert mal schnell fertig, das wäre sehr nice. Wie gesagt, dies ist hier nur ein Tutorial, was wir hier gerade machen in der Demo. Aber ihr könnt es gerne auch mal anspielen. So, da können wir uns bewegen. Bewegen tun wir uns mit WASD, ganz normal wie in die Shooter-Games. Dann mit der Leertaste rufen wir das Menü auf. Ja, okay, hier die ganzen Fragezeichen, die brauchen wir mal nicht. Noch nicht, das sind nur Tipps. Die habe ich schon teilweise gelesen. So. Weg damit. So, dies ist die Inventarbox, das heißt, wenn man was findet, kann man es hier reinziehen. Und hier haben wir rechts oben die Quest, dann die Uhrzeit und beschleunigen, stopp, pausieren. Und die Zeit geht relativ schnell, muss ich sagen. Also wenn man jetzt schaut, 15 Uhr gerade. Und ja, nach ein paar Sekunden haben wir schon 10 nach 3. Also das geht sehr, sehr schnell von der Zeit her. Unsere erste Quest in diesem Tutorial, find something to make bandages. Also wir sollen etwas finden für die süße Dame, die etwas verletzt auf unserem Bett liegt. Und sagen, wir müssen sie bandagieren. So, das heißt, wir schauen uns ein bisschen hier um. Und da haben wir schon etwas. Sheet und Pillow. Und wie ihr seht, steht da sogar das Gewicht dabei. Weight. Somit könnten wir auch Übergewicht haben. Also nicht, dass wir jetzt so richtig fett werden, sondern Übergewicht, was den Rucksack angeht. Wenn ihr hier links oben seht, hier haben wir Weight. 3 von 300. Und wenn das voll wird, natürlich bewegt man sich langsamer und man wird schneller müde und so weiter. Ach ja, apropos Sims, man muss auch schlafen. Das heißt, hier rechts oben werden dann so Pop-Ups aufkommen. Die werden wir dann eh gleich mitkriegen. Das ist das Crafting. Das heißt, wir machen uns gleich aus dem Sheet Bandages. Für die gute alte Frau oder junge Frau. Das erkennen wir jetzt nicht, aber sieht sehr jung aus. Ich glaube sogar, dass es unsere Frau ist. Bandagieren. So, jetzt ist erledigt. Nächste Quest wäre... Check the adjoining bathroom for painkillers. So, jetzt müssen wir ins Badezimmer Painkillers suchen, damit sie ihre Schmerzen los wird. Etwas. So, hier sind auch wieder die Tipps, dass man sich so bewegen kann mit WASD und so weiter. Ja, und was mich an diesem Spiel wirklich fasziniert, es ist wirklich, die Musik im Hintergrund ist nice. Dann, wenn ihr gerade merkt, wenn ich mich jetzt umdrehe, sehe ich nichts mehr, was hinter mir ist. Also ich sehe keine, außer die Gegenstände, ich sehe keine Figuren, keine NPCs, keine Zombies, nix. Aber wenn ich mich so herdrehe und in die Richtung schaue, dann sehe ich wieder die Frau. Das heißt, in die Richtung, die man sieht, das sieht man auch wirklich. Also es ist sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Also wenn ich mich hier zum Fenster stelle und hier werden jetzt Zombies, dann würde ich die sehen. Wenn ich mich jetzt aber so her bewege,
dann sehe ich nur den Bereich, also seitlich. Also jetzt, wenn ich so mit der Maus bewege, sehe ich die nur seitlich da oben. Also wirklich, wirklich einfallsreich gemacht, muss ich sagen. Also ein großes Lob an die Spielmacher. Und das Beste an dem Ganzen ist, Moment, wir gehen jetzt erstmal ins Badezimmer. Also wir suchen mal das Badezimmer. Oh, hier sind die schon mal richtig. Aber es sind keine Painkillers drin. Deshalb machen wir wieder zu. Ganz wichtig, immer Türen zumachen. Weil was ich so in die Gameplay-Videos gesehen habe, die Zombies können durch die Türen durch. Die können die sogar aufreißen. Also wenn ihr gerade angegriffen werdet, immer Tür zu machen, dann habt ihr ein bisschen Zeit, euch irgendwie zu verstecken oder woanders abzuhauen, bis sie reinbrechen. Okay, Badezimmer, wo bist du? Okay, das sieht schon mal gut aus. Oder auch nicht. Hä? In welchem Badezimmer sind denn die bitte? Hier vielleicht? Nein, das ist kein Badezimmer. Raus gehen wir noch nicht. Soweit sind wir ja noch nicht. Hier wäre die Küche. Mal schauen, ob wir... Aha. Can Opener, ein Dosenöffner und ein Topf. Ein Kochtopf. Hier haben wir nichts, hier nichts. Ofen. Ah, Ofen kann man sogar einschalten. Das heißt, ihr könnt euch auch etwas kochen. Wenn ihr natürlich die gewissen Nahrungsmittel gefunden habt. Nein, der Kühlschrank ist auch leer. Und das habe ich gemeint. Wir haben Hunger. Peckish, have a snack. Das heißt, wir sollten etwas essen. Wir haben nämlich ein bisschen Hunger. Aber das machen wir noch nicht. Wir müssen ja Painkillers suchen. Aber das kann doch nicht sein. Wo sind denn die Painkillers? Weil hier ist nix. Null. Check the adjoining bathroom. Ja. Und was ich noch sagen wollte, dieses Spiel ist noch in der Alpha-Version. Das heißt, es wird stets weiterentwickelt. Von den Entwicklern kommen die Updates ständig raus. Es ist einfach in so einem Verfahren wie Minecraft. Ah, hier ist es. Hoffe ich mal. Ja, Painkillers nehmen wir gleich. Mit Doppelklick nehmt ihr sofort die Items mit. So, immer schön brav Türen zumachen. Leertaste. Und die Painkillers rausholen und gleich der Dame geben. Jetzt geht's hier besser, jetzt haben wir noch keine Quest, kein nächstes Tutorial. Natürlich, wenn ihr dann das Sandbox-Game spielt, sprich das Hauptspiel, was die meisten spielen, die das Game schon haben, dann habt ihr natürlich keine Quests. Dann seid ihr wirklich auf euch allein gestellt und müsst euch wirklich durch diese ganze Welt durchkämpfen, euch ums Überleben sorgen und so weiter. Was ich noch geil finde, die Entwickler haben noch angekündigt, dass es einen Multiplayer-Mode geben wird. Das heißt, ihr könnt euch dann mit euren Freunden zusammentun. Achso, es gibt schon. Also ich weiß nicht, ob es noch schon Multiplayer gibt, aber es wird definitiv kommen, falls es noch nicht raus ist, weil auf der Main-Page steht es sogar dabei. Also ihr könnt dann mit euren Freunden euch zusammenreden, euch zusammen ums Überleben kämpfen. Also dürfte wirklich ein sehr, sehr spaßiges Spiel werden, muss ich sagen. Go to the Shed. Okay, Shed. Oh, jetzt wieder Musikänderung hier. Ich hoffe, wir treffen hier keine Zombies. Okay, da ist der Shed. Keine Zombies hoffentlich. Nein, hier auch nicht. Okay, okay. Schön vorsichtig nicht laufen, weil sonst hören die uns noch und kommen dann wahrscheinlich. Auch kein Zombie? Okay, hier ist denn auch safe. So, was haben wir denn? Find a Hammer. Ein Hammer. Okay, wir haben Hammer. Wir haben Bretter und Nägel. Diese sind nämlich sehr, sehr wichtig in dem Spiel, falls man in Trouble, sprich in Schwierigkeiten steckt. Equip Hammer. Okay, das machen wir aber nicht hier draußen, wenn nicht, dass auf einmal so ein Zombie herkommt und uns überrascht. Deshalb gehen wir wieder zurück in unser Safe House. In unser Gebäude machen wir da alles zu. So. Equip Hammer. Warum wir hier zwei Slots haben, das weiß ich noch nicht so genau. Aber rüsten wir mal den Hammer aus. So. Und also ein Fragezeichen, was steht denn da? Wirft der Hammer, können wir die... Also mit dem Hammer können wir nun solche Bretter an die Türen schlagen mit den Nägeln, damit die Zombies nicht so leicht durchkommen. Barricade the safe house doors and windows. Also wir sollen uns jetzt zubarrikadieren, die Fenster und die Türen. Das machen wir auch sofort. Jetzt ist die Frage, wie das geht. Vielleicht ist, wenn ich die Bretter nehme und auf die Tür schnalle. Ah, reicht ja. Und Fenster, ja, Fenster auch. Das machen wir auch natürlich sofort. Zack. Hier haben wir auch noch ein Fenster. Nicht, dass hier die Zombies reingucken.
Das wollen wir natürlich nicht. So, diese Tür auch. Moment, hier mal wegklicken. Wo geht's denn noch hier raus? Okay, hier nicht. Ja. Vor mir die Tür zugeknallt. Auch nicht schlecht. Was haben wir denn da? Tired. Okay, wir sind müde. Wir brauchen dann langsam Schlaf. So, hier auch wieder zu verbarrikadieren. Nicht, dass dann solche Stalker hier kommen und uns beobachten. Oh, hier ist auch noch. Return to Kate. Okay, scheinbar haben wir das jetzt alles zugemacht. Wir sind safe. Dann gehen wir mal rauf zu Kate. Oh, wir haben schon fast 3 Uhr in der Früh. Da seht ihr, wie schnell die Zeit vergeht. Okay, we are safe. Ja, ich weiß, ich bin dein Held. Gebrochenes Bein und blutet stark. Ja, ich weiß, dass es dunkel da draußen ist. Okay, Honey, das heißt, sie sind wahrscheinlich Mann und Frau verheiratet. We will sleep hungry. Okay, wir werden hungern schlafen. Auch gut. So, jetzt legen wir uns automatisch ins Bett, haben ein bisschen Spaß. Ja, und dann würde ich sagen, der Morgen... Oh, jetzt sind wir schon einiges besser. Ich vermisse die Zeit, wenn wir noch keinen Hammer ins Bett mitgebracht haben. Ja, meinen eigenen Hammer. Okay, you see one of them just run, no man stuff. Okay, ich soll jetzt für Nahrungsmittel sorgen. Fast food, leave the house. Okay, jetzt müssen wir das Haus verlassen. Alles klar. Also was ich noch an diesen in die Gameplay-Videos gesehen habe, da ist mal der Spieler schlafen gegangen und hat vergessen, die ganzen Türen zu verbarrikadieren. Und wie er dann schlafen gegangen ist, wacht er auf und die ganzen Zombies sind um ihn herum. Das heißt, also immer wenn er hier in diesem Spiel schlafen geht, verbarrikadiert alles, macht alles zu, dass kein Zombie reinkommt. Also wie machen wir das jetzt? Kann ich jetzt... Ah! Oh! Achso, mit Steuerung hole ich den Hammer. Ah, verstehe. Also wenn ihr auf Steuerung drauf bleibt, könnt ihr schlagen. Und mit Klick natürlich. Jetzt ist die Frage, kann ich das? Oh. Oh, ich zerstöre die Barrikade. Das will ich natürlich nicht. Deshalb, Hammer. Ah, verstehe. Okay. Ja, ich bin bewaffnet. Passt auf. Jeder, der sich nähert, der stirbt. Also, Deckung. Ich bin holy und bin bewaffnet. Der Holy Hammer. Okay, jetzt frage ich mich, soll ich laufen oder eher so in Stealth-Mode vorangehen, also schön langsam, so dass mich keiner sieht und hört. Carefully approach house to the east. Okay, carefully, schön langsam. Was haben wir hier? Du fighting for web? Okay, das haben wir gerade herausgefunden, Steuerung. Okay, warum ist dieser Tipp gekommen? Das will ich nicht wissen, wahrscheinlich... Kommt hier gleich so ein Zombie um die Ecke und will uns an den Hals oder an unser Fleisch. Fleisch. Badezimmer? Okay, durchsuchen wir mal. Aber ich schätze mal, im Badezimmer wird es kein Essen geben. Sondern nur so Drogen. Okay, Sofa. Okay, zum Schlafen haben wir jetzt natürlich keine Zeit. Ich höre was. Ich habe was gehört. Zombie? Hallo? Schön zumachen nachher. Ich höre da was, Leute. Irgendwas ist da. Ach du Scheiße. Oh, da ist der Zombie. Da ist der Zombie. Okay, komm her. Ich mach dich alle. Okay, er kommt, er kommt, er kommt. Ja, komm schon, schlag, schlag. Ja. Yeah. So geht das. Unser erster Kill. In der Demo. Ah, da haben wir was. Soup. Süppchen nehmen wir natürlich gleich mit. Was haben wir noch? Haben wir noch mehr? Ah, noch ein Süppchen? Hier, noch ein Süppchen? Oh! Also nicht vergessen, wenn ihr das Spiel spielt, alles durchsuchen. Alle einzelnen Schränke und alles sind alles einzelne Itemboxen. Nein?
Return to Safe House Kitchen, alles klar. Und zurück zu unserem Häuschen. Dich lassen wir mal hier liegen, ja? Schlaf gut und so. Okay, schön vorsichtig. Alles zumachen hinter uns. So, ich hoffe, wir treffen jetzt kein Zombie. Schön langsam. Oh, was ist das? Oh, zoomen. Auch nicht schlecht. Alles klar, gut zu wissen. Aber ich denke mal, in dieser Perspektive... Moment. In dieser Perspektive ist, glaube ich, besser. Da haben wir einfach viel mehr Übersicht vom Spiel. Oh, das wollte ich ja jetzt nicht. Man kann hier mit dem Pfeil hier, wenn ich jetzt A drücke, geht er nach links. Wenn ich D drücke, dann geht er nach rechts. Und wenn ich hier draufklicke, drücke ich, gehe ich mit A schräg nach oben. Finde ich etwas umständlich, deshalb lassen wir es so. Okay. So, wir sind in der Küche. I think you can manage that. This kitchen is pretty beat up, but I think I'm... Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich probieren, was zu kochen. Find a tin opener and craft a pot of soup. Okay, wir sollen jetzt einen Topf mit Süppchen craften. Dazu nehmen wir mal den Cooking Pot, den Kochtopf. Dann die Süppchen. Und was haben wir denn noch? Wo ist der Öffner? Ah, hier. Dosenöffner. So. Oh, und da haben wir schon ganz was Leckeres. Ein Topf mit Suppe. Okay. Packen wir alles wieder zurück. So. Crafting zumachen. Und dann würde ich mal sagen... Hey, nicht zugehen. Wir gehen jetzt eine Suppe machen. Und einschalten. So. Essen wird jetzt gekocht. Die Suppe. Das Radio hat etwas aufgenommen. Tag 6, Knox County. Knox County ist dieses Gebiet hier, wo wir hier sind, dieser Staat. Okay, gehen wir mal wieder rauf. Was im Radio so läuft. Ja, toller Präsident. Ruhig bleiben. Ruhe bewahren und Geduld. Sehr schön. Bei dieser Zombie-Apokalypse wie? Naja, nichts machen. Bestimmt. Tja, es weiß keiner. Warum das denn passiert ist mit der Zombie-Apokalypse? Bilder sind der US Forces bekannt gegeben worden. Aha. Die einzige Stadt Muldrow lebt noch normal. Komischerweise. Riechst du Verbrennung? Hä? Nein, ich habe den Ofen nicht abgestellt, bevor ich hier raufgekommen bin. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ach du Scheiße! Nee! Nee! Uff, 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 uff. Aus, aus! Oh, das Süppchen nehmen wir schnell raus. So. So. Nein, nein! Das ist gar nicht gut. Was ist jetzt los? Was ist jetzt kaputt? Ach du Scheiße! Nein! Nein, 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 nein! Die Zombies sind schon da! Vom Lärm angezogen. Ey, wie sind die da durchgekommen? Ich hab doch Nee, hab ich nicht. Oder hab ich? Scheiße, ich hab vergessen zu verbarrikadieren. Ach du Scheiße, was mache ich jetzt? Ja, komm mal mit. Nein, komm. Nein! Ich will nicht sterben! Ich bin noch zu jung zum Sterben! Komm ins Badezimmer. So. Oh oh. Ich mache jetzt folgendes. Ich lasse die Frau hier. Lass sie los. Wieso kann ich sie nicht loslassen? Jetzt, okay. Ich mache hier zu und sperre sie hier ein. Wo sind Bretter? So, da kommen jetzt erstmal die Zombies nicht rein und ich muss jetzt probieren, hier irgendwie abzuhauen. Wobei. Sie verbrennt ja dann. Ja. Und auf, geh auf.
Okay, ich muss abhauen. Ach du Scheiße, das überlebe ich nie. What the fuck? Alter Schwede, was soll ich da denn raus? Nee. Alter Schwede, wie so. Ja. Also Leute, nicht nachmachen. Vorher bitte den Ofen ausmachen, bevor ihr weitermacht. Okay. Ich habe einen Tag und 8 Stunden überlebt. Das ist schon mal ein Anfang. Aber ey, wie viele Zombies auf einmal hier sind. Oh Mann, ey. Ja, das war das Tutorial. Ja, also das mit den Quests ist nicht so meins. Also ich werde mir überlegen, sogar die Vollversion zuzulegen. Alter Schwede, alles voller Blut hier. Mann, ist das Spiel ist ja total brutal. Ja. Nee, nochmal, nicht nochmal, nee. Das gehe ich nicht nochmal an. Ja, Leute, das war das Let's Test zum Halloween-Tag hier heute. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Special gefallen. Und ja, falls euch das Spiel gefallen hat, die Homepage ist in der Beschreibung drin. Ihr könnt es euch gerne mal anschauen, die Demo runterladen und selbst probieren. Also mir persönlich gefällt das Spiel total. Also es kann sogar sein, dass ich es mir kaufen werde. Und wer weiß, vielleicht mache ich dann ein kleines Let's Play draus, falls ihr euch dafür interessiert. Das ist halt so eine Zeitüberbrückung, bis DayZ rauskommt, weil DayZ ist ja auch so ein Zombie-Spiel, nur halt in besserer Grafik. Ja, dann würde ich mal sagen, das war das Special. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, Leute, dann würde ich sagen, gute Nacht noch, schönen Abend noch. In Halloween-Tag feiert schön und schaut euch sehr, sehr viele Horrorfilme an, ein paar Horrorspiele und so weiter. Dann wünsche ich noch ein viel Vergnügen, einen schönen Abend und ciao, Leute, wir hören uns.